Für diesen Masterstudiengang würde ich im Grunde jeden ermuntern, der Lust an Führung hat, der kreativen Unternehmen mitgestalten möchte. Ich möchte über mich selbst hinauswachsen und habe halt deswegen gesagt, okay, ich mache das Ganze berufsbegleitend, sprich ich arbeite unter der Woche, kann somit mein Hobby finanzieren, kann somit das Studium finanzieren und es ist ja auch nicht jedes Wochenende. Die Studierenden, die bei uns die Wochenendkurse besuchen, die kommen mit dem Kopf voller Fragen aus der Praxis, sodass tatsächlich das Wochenende handlungsorientiert ist, diskussionsfreudig, mitunter auch kontrovers. Ja? Und das ist tatsächlich der Charme dieses MBA-Studiengangs. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass es uns im Rahmen unseres MBA-Programms tatsächlich gelingt, Lehre nicht nur in der Theorie zu machen, sondern die Studierenden so ein bisschen aus der Komfortzone zu holen mit unserem Modul Leadership Challenges, wo die Studierenden drei Wahlmöglichkeiten haben. Im Outdoor-Bereich, also Hochseilgarten, Kletterpark, alternativ Führen mit Pferden. Das ist für viele ganz unbestelltes Feld. Und die dritte Alternative, die unseren Studierenden zur Wahl steht, ist Führen im dynamischen Umfeld, also Führen an Bord einer Segeljacht. Der Master ist alles, aber nicht langweilig. Man hat super viele Module, wo man halt auch gerade in den Präsenzphasen viel miteinander macht, viel miteinander kommuniziert. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in Wernigerode reinfahre und es ist irgendwie so richtig ein Stück Harz. Gerade auch wenn man so im Raum sitzt und sein Modul dann hat und dann die Schmalspurbahn an einem vorbeifährt und das laute Tuten kommt, das ist immer irgendwo schön.